Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ja, in der letzten Folge haben wir diese kleine Mini-Mission noch angefangen, die sich als gar nicht so mini erwiesen hat. Ja, wir sollen eigentlich die Diebe einsetzen, um diese Wachen von der Truhe dort wegzulocken. Und das hat in der letzten Folge irgendwie nicht so richtig funktioniert. Fragt sich, wie wir das am besten anstellen. Folgt mir mal bitte. Vielen Dank. So, und jetzt hoffe ich, wird es irgendwie funktionieren. Ah, ich hätte die einfach nur markieren müssen, okay. Das war das Problem. Die Spitze identifizieren. Ach so, der muss hier. Hey, was? Oh, er hat uns entdeckt. Okay, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich war jetzt so irritiert, weil da so ein Typ auf einmal angekommen ist und aus der Truhe was geklaut hat. Dachte ich. Okay. Wir haben ihn noch im Augenwinkel zu sehen. Da unten läuft er. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Nein. Nicht nach meiner Information. Da unten ist er. Keine Panik. Wir müssen ihn einfach nur folgen. In dem Alter? Wie macht er das nur? Das ist die Frage, nicht wahr? Meisterhaft. Was machst du hier? Du solltest doch diese Soldaten im Auge behalten. Vergib mir, Hallen Bay. Doch das Geld wurde gestohlen. Was? Wie konnten sie es wissen? Ich bin nicht sicher. Wenn unsere Kontakte bei den Osmanen ihr Geld nicht bekommen, wird das unsere guten Beziehungen zu ihnen zerstören. Aber was kann ich tun? Offenbar nichts. Elender Wurm, jetzt geh mir aus den Augen. Eine Schande, dass ich so viel bezahle und so wenig bekomme. Tja, das wird dein Ende sein. Hey, so nicht, mein Freundchen. Aua. Ha, das wird dir wehtun. Mann, ey. Läuft sie mich auch gerade.
nicht wirklich flüssig. Ha! So. Wer will als nächstes? Mist. Aua, das könnt ihr also auch. So. Aua. Kann ich auch. Aua. So. Der wäre Geschichte. Aua. Okay. Gar nicht gut. Mann, nee. Hauptsache, wir haben noch genug Medizin. Oh. Ja. Komm, lass mich in Ruhe. Oh. Scheiße, wir haben keine Medizin mehr. Ich gehe drauf. Nein, nein. Wehr ab. Komm, warum kann ich den denn nicht treffen? Jetzt reicht's mir. Komm, jetzt lass die Bombe los. Warum lässt er die Bombe nicht? Alter, ich kann die hier nicht treffen. Das gibt es doch nicht. So, der wäre Geschichte. Du schlägst mich nicht. Mist, das hat er hat jemand gehört. Na komm, jetzt stirb endlich. Ach. Wieso kann der Kerl nicht drauf gehen? Nein! Genau der hat mich dann getroffen. Scheiße. Warum hat er nicht eher geschossen? Also ich muss mir dringend neue Medizin kaufen, so viel ist klar. So viel ist klar. Eine Schande, dass ich so viel bezahle und so wenig bekomme. Ach nö. Bei euch sieht das immer so leicht aus. Ja, wenigstens zwei auf einmal gleich erwischt. Aua. Ey. Na toll. Jetzt muss ich ein bisschen aufmerksamer sein. Alter. Oh Mann. Kann man also so schlecht ausweichen, den Typen. Na klasse, jetzt habe ich gar keine Medizin. Zum Teufel damit. Aua, den kann ich gar nicht sehen. Ach, Mann. Ja, toll, jetzt kommen die nächsten Spacken. Angriff! Ey. So nicht, mein Freundchen. Den hätten wir. Jetzt kommt der nächste. Ach Mann. So nicht, mein Freund.
dich in Stücke! Wo ist er? So, das war's dann. Meine Güte, ey. Das war ein knappes Ding. Ja, dann hau doch ab. Mir doch egal. Seid ihr mit dem Geld entkommen? Evett, mit etwa der Hälfte. Den Rest verteilen wir ans Volk. Dann bleiben sie ehrlich. Aber verwandelt euch bloß nicht in die Schurken, gegen die ihr kämpft. Ein guter Einwand. Dann bleibt doch in der Nähe und haltet uns auf Kurs. Ich melde mich, wenn ich einen Gefallen brauche. Verlasst euch darauf. Ich wusste gar nicht, dass wir die Diebe einsetzen sollten. Das habe ich schon wieder völlig verdrängt. Sorry. Damit haben wir die volle Synchronisation leider nicht geschafft. Was soll's? Ich muss mich jetzt erstmal neu einkleiden. Also Rüstung reparieren. Neue Medizin holen. Solche Dinge. Fragst du nur, wo wir das am besten machen könnten? Wir könnten darüber gehen und sämtliches Zeug renovieren. Können auch hier hingehen, es gibt, das ist näher. Das ist näher und den Schmied müssen wir nicht erst renovieren. Ich muss weg hier, schnell weg! Ja, dann geh doch weg! Kann ich nicht verstehen, solche Leute. Die Sachen ständig wiederholen, aber es dennoch nicht tun. Ach, der ist im Bazar selbst wahrscheinlich. Keine Entschuldigung für so ein Benehmen. Nicht? Ich dachte, darauf stehen die Frauen. Okay. Meine Bombe wollte ich nicht werfen. Ach, ich bin so dumm. Ich verwechsel die Steuerung immer noch. Wir reparieren mal alles. Rüstung. Wir können auch neue Rüstung kaufen. Das ist sehr schön. Das lohnt sich zurzeit am meisten und kostet nicht mehr am meisten. Wäre es eigentlich dumm, mir alles zu renovieren. Okay. Mehr können wir uns dann nicht kaufen. Wir haben neue Sachen, die aber fast alle schlechter sind als das, was ich schon habe. Wir haben dieses tolle Schwert gefunden. In so einer Extra-Mission. Dessen Namen ich leider vergessen habe. Bis jetzt wäre nur ein Schwert wirklich besser. Das ist das hier, das sizilianische Rapier. Doch, das können wir uns nicht leisten. Das kostet 20.000 für ein Schwert, ne? 20.000 für ein Schwert. Kleine Waffen. Armbrust, Munition. Sollte ich mir... Na, was brauche ich mir? Armbrustbolzen? Haben wir eigentlich noch ein paar? Dann kaufe ich mir erstmal ein paar davon. Aber Wurfmesser will ich auch ein paar haben. Ja, die sind leise. So, und den Rest hebe ich mir noch für Medizin auf, denn dafür brauchen wir auch noch Sachen. Ich glaube, es könnte schon knapp werden, denn wir... Ich glaube, ich habe nicht mal das Geld, um das Zeug zu renovieren. Ne, habe ich nicht mal das Geld für, um mir
so einen medizinischen Typen hier zu renovieren. Da wäre nämlich der nächste. Deswegen machen wir weiter mit der nächsten Sophia-Mission. Die haben sich aber jetzt selber angerammelt. Rammelt. Das war nicht meine Schuld. Ja, ich bin heute gut gelaunt. In der Tat. So, und da ist da ihr Geschäft. Gefällt euch das Buch? Wer waren die Männer, die er in die Hölle verdammte? Politische Gegner. Männer, die ihn hintergingen. Alieris Feder ist scharf, nicht? Sie. Eine sehr subtile Art, Rache zu nehmen. Ezio. Ich plane eine Reise nach Adrianopolis in einigen Wochen, um eine neue Druckerpresse anzusehen. Klingt amüsant. Es sind 5 oder 6 Tagesreisen. Und ich brauche eine Eskorte. Rego? Verzeiht, ihr habt sicher viel zu tun. Sophia, ich würde euch gerne begleiten. Doch ich fürchte, mir läuft die Zeit davon. Das trifft auf uns alle zu. Nun, ich kann jetzt mit der letzten Chiffre anfangen, aber ich muss vor Sonnenuntergang etwas erledigen. Könnt ihr einen Tag warten? Was braucht ihr denn? Es klingt dumm, aber ein Strauß frischer Blumen. Weiße Tulpen, um genau zu sein. Ich besorge euch die Blumen. Nicht so ein Problem. Seid ihr sicher? Das ist mal eine nette Abwechslung. Bene, trefft mich im Park östlich der Hagia Sophia und wir tauschen. Blumen gegen Informationen. Eine kleine Besorgung. Erledigen Sie einen Auftrag für Sophia, während sie nach dem letzten Polobuch sucht. Ja, schön, nach dem letzten Polobuch schon. Was? Hemdre erst 3. Ach so, das ist wohl schon das letzte Buch dann. Das, ja, stimmt, den letzten Schlüssel haben ja die Templer. Da brauchen wir kein Buch für. Da müssen wir den Schlüssel von den Templern finden. Okay, akzeptiere ich. Holen wir ein paar frische weiße Tulpen. Wenn es weiter nichts ist. So. Ui, da sind wir mitten in die Soldaten reingerannt. Dazu wollte ich natürlich nicht. Aber die reagieren nicht mehr so aggressiv wie die aus den früheren Teilen. Ich würde sagen, das geht schneller. Ja, in der Tat. Obwohl das wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied gemacht hätte, wenn ich einfach auf der Straße lang gerannt wäre. Uiuiui. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, diese Seilrutschen zu benutzen. Ich frage mich eigentlich, kann man sich hier eigentlich auch noch mit reinschwingen? Warum geht denn das nicht? Aua. Warum kann man sich denn von da nicht ranschwingen? Das ist ein bisschen blöd. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr, Dostum? Tulpen. Weiße. Falls ihr welche habt. Ah, Tulpen. Vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung. Tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier. Ich komme wieder. 1 Stunde. 2 höchstens. Ich warte doch nicht 1 Stunde. Würde ich auch sagen, wir gehen den Kerl einfach mal hinterher. Oh,
ein Animus-Datenfragment. Fragt sich jetzt, wo er sie herhaben will. Wer er bekommen will. Da ist ein feindlicher. Hä? Der wirft den da nach unten und der kriegt's ab. Das ist ja sehr sinnvoll. Sehr, sehr sinnvoll. Ach, Mann. Wollt ihr rüber? Komm schon, jetzt muss ich mich beeilen. Das ist zu weit weg. Und müsste ja gleich sein. Oh. War ich fast ein bisschen zu nah dran. Drei weiße Tulpen pflücken. Nicht so leicht als das. Ja. Ach, da ist eine. Das ist gut gemacht. Und ich mache gleich mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da habe ich gesehen, die Zeit ist sowieso ziemlich fortgeschritten. Deswegen habe ich hier vorzeitig erstmal die Folge beendet. Ja, in der nächsten Folge pflücken wir dann noch die nächsten zwei Tulpen und geben sie ihr Sophia. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal sehen, wo sich das nächste Buch befindet. Womit wir dann auch den letzten Polo-Schlüssel finden können. Der allerletzte Schlüssel für Masyaf befindet sich ja bei den Templern. Den müssen wir ihn auch noch abnehmen. Naja, in der nächsten Folge gucken wir erstmal, ob wir dieses Buch finden können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.